Mir blieb nichts anderes übrig, als vorzugeben, die Rosie von damals zu sein. Die, die es immer geschafft hatte, für Adam da zu sein. Die, die sich hinter seine Mauern gekämpft hatte. Ich stand auf, fiel hin, kratzte mühsam zusammen, was übrig geblieben war, und tat das Ganze von vorne, ohne zu wissen, wann ich das nächste Mal zusammenbrechen werde. Mein Herz schlug laut und unregelmäßig und ich fürchtete, jeden Moment zu Boden zu gehen. Adam war hier.